Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Der Verrat der Wache anzunehmen bei Carsten Albers in Der Tiefe Gardesund. An dieser Position nehme die Quest gleich mal an und darf nun ins Questgebiet laufen. Seht doch schon ein Mob. Normalerweise sind hier mehr Mobs auf den Schiffen, aber anscheinend macht noch jemand anders diese Quest. Von 10. Die Möwe ist jetzt auch gedet, oder wie auch immer das Viech sich nennt. Und 3 von 10. So, die Hälfte habe ich. Es sind auch einige Mobs, die nicht zu dieser Quest gehören. Bitte ich halt alles, wenn sie gedet sind. Das war jetzt knapp. Ich will nicht. Glaub als ein Stoff, ich hätte ich das nicht überlebt. Also Mage und der Hexenmeister. Vielleicht Hexenmeister mit Seelenentzug oder wie sich das nennt, wo man sich heilt. Aber ganz einfach wäre es nicht gewesen. War ja schon mit dem Frostdecker gerade ziemlich kritisch. So, hier ist noch so ein Mob, den ich benötige. Damit habe ich 7 von 10. So, nur noch 2. Schauen, was da oben so ist. Ah, und das sind auch 2. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Versuche denselben Weg zurückzulaufen, weil da habe ich ja die Mobs schon getötet. Super. Quest ist abzugeben bei Carsten Albers in der Gardesund. An dieser Position. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.